Ja, über YouTube-Freunde macht auch der Bauer aus. Ich muss da markieren meine Fahrspuren im Zuckerrübenfeld. Habe ich Fahrgassen angelegt oder anlegen lassen. Und die markiere ich jetzt, damit ich morgen, wenn ich da das erste Mal gegen Unkraut spritze, die Fahrgassen leichter treffe und nicht absteigen muss und Reihen zählen. Das mache ich dafür jetzt. Und ist für die nächsten 2-3 Mal von Vorteil. Man sieht gut, wo fahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moment, Hotel. Hier ist Fahrgasse. Keine. Fahrgassen markiert. Jetzt bin ich da gerade von meinem Nachbarn ins Nachbardörfli eingeladen worden. Er hat mir ein Auto gesehen. Ja. Hallo, Rosi. Ciao, Andrew. Hier bei meinem Nachbar in seinem Rennwagen. Wie sagt man dem? Stall. Ein Rennstall. Ja. Das ist der Rennstall von Farni Ernst. Er hat da eine Probefahrt gemacht in Linie, wie ich höre. Ist das Ding gut gegangen? Mhm. Fehlerfrei. Fehlerfrei. Slut. Hä? Slut. 97 Dezibel. Das haben sie nicht gerne. 95 darf er haben. Aha, nicht weiter neben. Mhm. Aber sie haben schon zu viel. Ja. Hier die Auspufftöpfe. Er hat 3 Dezibel zu viel auf der Rennstrecke. 98 dB. Und in Linie ist gestattet 95 Dezibel. Der Bodenbelag sieht so aus, siehst du? Ja. Gut. Steine. Selber Steine reinlegen.